historisch, vielleicht auch ein wenig hochtrabend, klingt der Name des Nassauischen Kunstvereins Wiesbaden. Erstmal. Denn das Zentrum für zeitgenössische Kunst, wie der Verein auch heißt, ist keinesfalls langweilig und erst recht nicht verstaubt. Ich sitze jetzt hier mit der Direktorin Elke Grun und sie erzählt mir von der tatsächlich langen Geschichte, von der aktuellen Ausstellung, in der sich alles um das Ei dreht und was denn eigentlich das Ei mit Kunst zu tun hat, von der Förderung junger Künstler und was sich sonst noch so in dem vierstöckigen Gebäude in der Wilhelmstraße abspielt. Ich sitze hier mit Elke Grun. Sie sind die Direktorin vom Nassauischen Kunstverein in Wiesbaden, ist der ansässig in der Wilhelmstraße. Und also den Kunstverein gibt es ja jetzt schon bereits seit dem Jahre 1847. Können Sie mir da über die wichtigsten Eckdaten in der geschichtlichen Entwicklung was erzählen? Ja, also der Kunstverein ist eine grundsätzliche bürgerschaftliche Errungenschaft, die mehr oder minder zu dieser Zeit sich überall gegründet hat in Deutschland, das was damals Deutschland war, in dem eben die Bürger gesagt haben, wir möchten auch Kunst, also nicht nur die Kleriker und nicht nur die Adeligen. Und in Wiesbaden war das so, dass es eigentlich gar keine eigene Sammlung in der Stadt gab, also sprich, es gab auch kein Museum. Es gab aber drei Sammlungen, die hier zusammengekommen sind. Da hatte Johann Wolfgang von Goethe einen großen Einfluss drauf, dass das passiert ist. Einmal die von Johann Isaac von Gerning und dann Goethe und dann eben noch ein Fundus des Vereins Nassauischer Altertumskunde und Geschichtsforschung. Und das ist auch im Grunde der Grundstock vom heutigen, ja, was heute Landesmuseum heißt. Und man hat dann zunächst zwei Vereine gegründet, die Verwaltung dafür übernehmen sollten. Also der erste Verein war dann der Nassauischer Verein für Naturkunde 1820 und 1847 eben der Nassauische Kunstverein. Und die Sammlung, die der Kunstverein damals dann betreut hat, also diese Kunstsammlung, die war im sogenannten Erbprinzenpalais. Das ist jetzt schräg gegenüber von uns, da wo für die Wiesbadener, wo heute die IHK drin beheimatet ist, das Gebäude. Mhm. Und dann 1900 ging das, dieser gesamte Bestand dann in den Besitz der Stadt über. Das war ja vorher nicht so. Und dann wurde eben dieser Bau des Museums Wiesbaden initiiert. Damals hieß es noch das Städtische Museum Wiesbaden, 1912 bis 15 und ja, fiel damit natürlich in den Ersten Weltkrieg hinein und damit eben, sag mal, einen gewissen Tumult, auch was die Finanzierung anging. Und so kam das dann eben auch, dass der Kunstverein zunächst im Museum selbst beheimatet war. Also wir hatten auch eigene Räume darin. Und letztendlich war Museumsdirektor und Kunstvereinsdirektor eine Person. Und für mich jetzt, also ich meine, geschichtlich wissen wir alle, dann kam eine sehr turbulente Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Da kann ich Ihnen jetzt nicht wirklich so ganz viel zu sagen. Also da gibt es Archivmaterial, aber da bin ich jetzt auch nicht so spezialisiert drauf. Also der Kunstverein hat sich vor allem dann während des Zweiten Weltkrieges relativ bedeckt gehalten. Wir alle kennen die Geschichte von Herrn Voss im Museum, also mit der Sammlung. Das war ja eindeutig ein Führerschwerpunkt dort und dann nach dem Krieg halt auch der Collecting Point der Amerikaner. Für uns war es dann 1973 richtig spannend, also jetzt um in die neuere Geschichte zu gehen. 1973 hat sich die Stadt Wiesbaden dazu entschieden, das Museum, also das damals noch städtische Museum, an das Land Hessen zu übergeben. Mhm. Und das war im Grunde der freundliche Rauswurf von uns. Also wir haben dann in dem Moment unsere Räume verloren. Dann gab es so eine Phase, sag mal, der Obdachlosigkeit. Also es gab dann verschiedene Orte, wo wir dann temporär Projekte machen konnten, unter anderem auch in den Kurhauskolonnaden. Und wir haben dann 78 praktisch das Angebot bekommen, hier in der Immobilie, wo wir jetzt heute noch sind, Räume zu beziehen. Dann gab es zunächst nur zwei Etagen im Haus. Inzwischen bespielen wir alle vier Etagen. Zu der Zeit gab es dann auch noch ein Briefmarkenmuseum hier im Haus, ein Ikonenmuseum. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Das gibt es nicht mehr. Ja.
Und, aber jedenfalls war damit eben klar, der Kunstverein hat im Prinzip eigene Räume, aber wir waren Mieter. Mhm. Und wir waren nicht nur normale Mieter, sondern wir waren sogenannte gewerbliche Mieter, was den Nachteil hat, dass man innerhalb 3 Monaten gekündigt werden kann. Ja. Und das war eigentlich jahrelang, also auch bis zu dem Moment, wo ich hier angefangen hatte, eigentlich so ein Damoklesschwert über uns, weil natürlich die Lage Wilhelmstraße in Wiesbaden heiß begehrt ist. Und wir eigentlich immer die Angst haben mussten, dass die Stadt irgendwann sagt, naja, also diese tolle Immobilie, die würden wir ja eigentlich viel lieber gewinnbringend an, ich sag mal, vielleicht eine Bank oder irgendjemanden vermieten oder an eine Kanzlei und eben nicht an den, wir sind ja jetzt nicht gewinnorientierten Kunstverein. Und das war, also der entscheidende Moment war dann 2007, also noch gar nicht so lange her, dass wir eben aus diesem Mietverhältnis raus sind in eine Erbbaupacht. Über 66 Jahre sind wir jetzt hier praktisch fest im Gebäude. Und das ist eigentlich so der Moment in der Geschichte des Vereins, wo wir zum ersten Mal feste, sichere eigene Räume hatten. Also, daher ist 13 Jahre so richtig auf eigenem Bein. Ja, ja, sehr gut. Sie hatten das eben auch schon angesprochen, nämlich der Nassauische Kunstverein, der wurde ja ursprünglich gegründet, also um bildende Kunst zu fördern, ohne dabei also von Politik und Staat abhängig zu sein. Wie ist das denn heute? Also wie finanziert sich der Verein? Also ich denke, das ursprüngliche bürgerliche Erstarken war natürlich auch gekoppelt an die 1848er Revolution, war ja so ein ganz tiefes Bedürfnis, dass da mal die Bürgerin, der Bürger damals noch überwiegend Zugang zur Kunst hatte. Bei uns ist heute so, klar, wir haben unsere Mitgliedsbeiträge, aber der größte Brocken kommt natürlich über eine städtische Finanzierung. Das Kulturamt der Landeshauptstadt Wiesbaden fördert uns sehr stark. Und dann verschiedene Projektanträge, Landesmittel. Also das ist wirklich eine Torte, die sich da aus verschiedenen Stücken zusammensetzt, damit wir uns überhaupt finanzieren können. Von daher sind wir natürlich formal eigentlich nicht unabhängig von ja, letztendlich dann auch der Politik. Aber es ist glücklicherweise so, dass wir einfach einen institutionellen Zuschuss bekommen. Und wir machen natürlich einen Rechenschaftsbericht, was wir mit dem Geld sowohl also finanziell als auch inhaltlich gemacht haben und wie die Wirkung war. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand da in irgendeiner Form eingreift. Also uns irgendwelche Vorschriften macht oder nahelegt, dass wir bestimmte Dinge tun sollen. Also wir sind da sehr frei, dankenswerterweise. Okay, sehr gut, ja. Also der Name Nassauischer Kunstverein, der klingt ja schon erstmal, naja, ein bisschen verstaubt und erinnert natürlich auch an das Nassau, den Herzog. Das ist ja aber nicht so, habe ich auch erfahren. Was ist denn die Philosophie dahinter und welche Art von Kunst stellen Sie denn aus? Also wir heißen so, weil wir tatsächlich ja während des sehr kurzen Herzogtums Nassau, das war ja nur 60 Jahre, zwischen 1806 und 1866, sind wir gegründet mit 1847 und das war einfach also Nassauische Sparkasse. Da gibt es ja also verschiedene Nassauische Errungenschaften zu der Zeit. Wir haben auch schon öfters überlegt, ob wir den Namen mal ändern, zum Beispiel den Kunstverein Wiesbaden, einfach um ein bisschen moderner zu klingen, aber irgendwie mag ich auch die Tatsache, dass sowas was Verknürzeltes hat. Wir tragen ja seit ein paar Jahren die Ergänzung Zentrum für zeitgenössische Kunst oder Center of Contemporary Art, um dann gleich in diese internationale Schiene auch mit reinzukommen. Es gibt ja hier sehr viele auch internationale Besucher in der Stadt. Ursprünglich war es, also wollte man einfach hier den Normalsterblichen halt kunstnaher bringen. Das machen wir natürlich auch immer noch, aber ich meine, heutzutage hat im Prinzip jeder oder jede, die möchten, Zugang zur Kunst. Also es gibt ja gar nicht mehr diese Abgrenzung zwischen Bürgertum und Adel und Klerikern und so weiter. Also tatsächlich haben wir auch diesen hohen Anspruch der Vermittlung, aber wir möchten eben einfach das Auge öffnen und ja, alle Sinne eigentlich öffnen für ganz zeitgenössische Strömungen. Was ist gerade neu? Was entwickelt sich? Idealerweise ein Horizont, der international weltweit reicht, also ob das Kunst aus Indonesien ist oder jetzt brandaktuell natürlich mit der kommenden Documenta, aber auch regionale Positionen. Wir hatten gerade im letzten Jahr, haben wir mal geguckt, was machen die ganz Jungen hier in Wiesbaden, also unter WhatsApp Wiesbaden. Also im Grunde eine hoffentlich vielseitige und vielschichtige Mischung aus dem, was im Moment so passiert in der zeitgenössischen Kunst. Und dann immer wieder mit der Vernetzung
mit anderen Häusern, ob es jetzt das Theater ist oder den großen Festivals, Ray, Foto, Triennale, kommt jetzt im nächsten Jahr wieder, B3 Biennale. Also, dass wir versuchen, hier in Wiesbaden auch so einen Satellit, ich sag mal, überwiegend natürlich nach Frankfurt zu bilden, aber einfach in die Internationalität, aber auch in die Bundesrepublik letztendlich, was passiert gerade in der zeitgenössischen Kunst. Und eben der Anspruch dabei auch, möglichst immer auch regionale Künstler mit einzubeziehen, wenn es thematisch irgendwie geht, einfach um auch hier eine Vernetzung zu ermöglichen. Das ist ein schönes Bild, der Satellit. Was auch hier wirklich ein wichtiges Anliegen ist, ist die Förderung von Nachwuchskünstlern. Mhm. Was müssen denn Nachwuchskünstler mitbringen, um bei Ihnen ausstellen zu können? Das ist so schwierig. Also es gibt jetzt nicht so eine Checkliste, die wir hier abarbeiten können. Es muss, ich sag mal, jetzt wenn ich es sage, grob gesagt, interessant, spannend, neu, innovativ sein, dann sind das wahrscheinlich so Schlagworte, mit denen eigentlich niemand so richtig was anfangen kann. Also ich gucke halt letztendlich bei allen Akademierundgängen, also bundesweit, gucke mir die Abschlussjahrgänge an, aber auch bei den normalen Rundgängen, oft dann zum Ende des Semesters und schaue einfach, was tut sich in der zeitgenössischen Kunst, was sind die neuen Tendenzen, was ist spannend, was kommt neu. Also da ist eigentlich so ein bisschen mein Fundus, wo ich Neues entdecke. Auch das Ganze sehr viel international. Also ich schaue nicht nur in Deutschland, sondern bin eigentlich weltweit unterwegs. Das ist dank eines anderen Jobs, den ich noch habe, möglich. Und dann natürlich auch, wenn es jetzt Interessantes gibt, also zum Beispiel jetzt im Moment die aktuelle Ausstellung ist ein Beispiel dafür, dass ich auch tatsächlich in die Geschichte gehe, aber auch in den allgemeinen, also wenn es eine thematische Ausstellung ist, was jetzt insgesamt in der zeitgenössischen Kunst gerade zu diesem Thema passiert und versuche dann auch tatsächlich schon recht bekannte Künstler hier auf die Art nach Wiesbaden zu holen, weil ich einfach diese Durchmischung spannend finde, dass man das Lokale mit dem bundesweiten oder eben dann auch internationalen vernetzt und ja, da auch neue Kontakte schafft. Also ich finde den Austausch ja wichtig. Also für mich macht es keinen Sinn, immer wieder die gleichen Künstlerinnen und Künstler zu zeigen und auch macht es keinen Sinn, auch regional immer wieder die gleichen zu zeigen. Also das hat nichts mit Nicht-Wertschätzung zu tun, sondern das ist einfach, ich möchte ja versuchen, hier ein Ort zu sein, wo man Neues entdecken kann und Spannendes und in sich Inspiration holen kann und Denkanstöße und ja, deswegen eben dieser Wunsch, immer da was Frisches, was Neues, was hier eben noch nicht gesehen wurde, zu zeigen. Ja. Sie haben jetzt gerade die aktuelle Ausstellung angesprochen über das Ei. Also es geht ja um das Ei. Naja, für manche Menschen ist das Ei erstmal ein Nahrungsmittel. Wenn man vielleicht weiterdenkt, ist es naja, auf jeden Fall auch der Beginn des Daseins. Aber wie kann man sich denn da die Verbindung zur Kunst vorstellen? Ja, das Ganze hat eigentlich einen historischen Hintergrund. Ich bin vor, ich glaube schon 3 oder 4 Jahren angesprochen worden von einem Wiesbadener Forscher, der herausgefunden hat, dass der ganz weltberühmte Juwelier Peter Karl Fabergé hier kurzfristig in Wiesbaden gelebt hat. Und zwar letztendlich auf seiner Flucht aus dem damaligen Russland. Als die Zarenfamilie umgebracht worden war im Sommer 1917, war eben der Moment gekommen, wo er fliehen musste und unter keinen Umständen mehr da sein konnte, aufgrund seiner engen Beziehung zum russischen Zarenhof. Und Peter Karl Fabergé hat sich dann unter verrückten Umständen irgendwie durchgeschlagen von St. Petersburg über Riga, Berlin, Frankfurt und dann hier nach Wiesbaden. Mhm. Und es gibt in Wiesbaden eine große russische Community. Wir haben ja hier auch eine russisch-orthodoxe Kapelle. Und also ich kann da jetzt nur spekulieren, aber ich gehe mal davon aus, dass viele seiner ehemaligen Kunden auch dann inzwischen hier in Wiesbaden zu der Zeit lebten. Es gibt jedenfalls Belege dafür, dass er hier seinen letzten Geburtstag auch gefeiert hat. Aber er hat hier komplett inkognito gelebt. Also eigentlich wusste niemand, dass dieser wirklich weltberühmte Juwelier hier vor Ort war. Es gibt ja dann zudem noch die sehr enge Verbindung des hessischen Darmstädter Großfürstenhauses, dass die Tochter des Hauses, Prinzessin Alexis, war ja die Zarin Alexandra. Mhm. Also es gibt eine ganz enge Beziehung hier. Und ich fand das irgendwie unheimlich spannend, weil das ist irgendwie Weltgeschichte, die natürlich jeder kennt, dass die Zarenfamilie damals umgebracht worden ist. Und
diese enge Verknüpfung und dachte, das ist ein irres Thema, aber wir sind ja kein historisches Haus im Sinne, dass wir jetzt Geschichte ausgraben. Und dann habe ich damals gesagt, okay, also wir können uns des Themas annehmen, aber ich möchte eigentlich da auf eine andere Ebene. Ich möchte jetzt nicht unbedingt Fabergé-Eier zeigen. Also erstens können wir das gar nicht. Wir haben keine Klimaanlage und auch die Sicherheitsbestimmungen und. Auch finanziell, das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber mich interessiert die Person Peter Karl Fabergé und auch eben das, womit er eigentlich am bekanntesten geworden ist, ist das Ei. Also diese kaiserlichen Eier, die jedes Jahr zu Ostern seiner Mutter und seiner Frau halt geschenkt wurden. Mhm. Und ich fand es unheimlich spannend, dass jemand, der eigentlich seinen größten Ruhm über das Ei aufgebaut hat, das Ei hat ja in der russischen Kultur nochmal eine ganz besondere Bedeutung zu Ostern, dass der im Grunde mitten aus dem Vollen, mit dem Sturz des Zaren in ein absolutes Nichts gestürzt wird. Also das Juwelierhaus Fabergé war ja im Grunde ein globales Netzwerk. Also es gab überall Filialen auf der, sagen wir, damaligen politischen Welt. Und von einem Tag auf den anderen bricht dieses ganze System zusammen. Und irgendwie musste er jetzt, also einerseits fliehen und andererseits natürlich neu anfangen. Und ich weiß auch nicht, warum das jetzt ausgerechnet dann, also manchmal hat man ja so Intuition, aber also es tun sich da unheimlich Parallelitäten auf zu dem, was jetzt gerade passiert hier. Jedenfalls das Ganze war vor genau 100 Jahren, also im 1920 im Frühjahr. Er ist wahrscheinlich so etwa um die Neujahrswende hier nach Wiesbaden gekommen, so ganz genau wissen wir es nicht. Und er ist dann Ende Mai, Anfang Juni, 2. Juni ist er dann hier abgereist in die Schweiz, wo er dann letztendlich auch im gleichen Jahr noch gestorben ist, war sehr schwer krank. Und mich hat das Thema Flucht, das Thema Neuanfang, ja, fand ich einfach sehr spannend und habe gedacht, wie kann man das nochmal aufgreifen und gleichzeitig eben dieses schlichte, aber doch ja, sehr unheimlich umfangreiches Symbol des Eis. Es taucht wirklich in jeder Kultur auf. Und wie das dann so ist, wenn man erstmal so ein Thema hat, dann entdeckt man auf einmal überall Verbindungen. Und ich habe dann einfach angefangen mal zusammen, wo gibt es überall das Ei in der zeitgenössischen Kunst oder in der jüngeren Kunst. Also die frühesten Arbeiten, die wir hier haben, sind von Ben Patterson von 1962 und wir gehen in die absolute Jetztzeit ein. Also wir haben eine Arbeit aus dem Jahr 2019 mit in der Ausstellung. Also so weit ist die Bandbreite. Und die allerfrühste Arbeit ist tatsächlich ein Fabergé-Ei von 1900. Das wollte ich fragen. Es gibt ja tatsächlich eins zu sehen, nämlich mit dem Brunnenkresse-Muster, glaube ich. Brunnenkresse-Ei. Brunnenkresse-Ei, genau. Ja, das ist kein kaiserliches Ei, von daher nicht so bekannt oder eigentlich überhaupt nicht bekannt. Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ein Ei, was nachweislich aus der Werkstatt von der Karl Fabergé stammt. Und das ist aus einer Wiesbadener Sammlung. Nachdem wir mit unserer Pressearbeit gestartet haben, habe ich dann von ganz vielen hier in Wiesbaden gehört, dass sie noch Fabergé-Eier haben. Also da ist eben auch dieser enge Bezug zu Russland letztendlich hier in der Stadt, der dann wieder auftaucht. Ja. Aber wie gesagt, es ging uns ja nicht um eine Fabergé-Ausstellung, sondern eigentlich um das Thema Ei und allem, was dazugehört. Und das ist schon faszinierend, wie das eben wirklich Künstler und Künstlerinnen jeder Generation immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise berührt und die ganzen Themen, die damit drinstecken. Also ob das jetzt diese ganz berühmte Frage Henne oder Ei, was war zuerst, da stecken ja ganz viele Elemente drin. Ja, ich finde das auch ganz spannend und auch vor allem auch immer wieder zu sehen, dass es da auch einfach immer einen politischen Bezug gibt. Also jetzt, ich nehme mal als Beispiel das eine Kunstwerk, das ist dieser vergoldete Eierkarton von einem chinesischen Künstler. Können Sie vielleicht dazu noch mal erzählen, worum es da geht? Ja, das ist eine Arbeit von He Shangzhou und letztendlich ist es so ein Eier-Tablettkarton, also 30x30 cm. Sieht toll aus, also wirklich massives Gold. Ja. Und da drin ganz einsam ein einzelnes Hühnerei. Und letztendlich spielt er auf die Ein-Kind-Politik an. Denn also Platz wäre ja genug für mehr Eier, mehr Kinder. Aber es wurde halt stark reglementiert und er gehört natürlich auch zu der Generation, die davon betroffen war, keine Geschwister zu haben. Mhm. Also es gibt ja praktisch eine ganze Generation, das ging ja bis 2015, die keine Geschwister hat und er sich dann auch sehr stark mit den gesellschaftssozialen
Phänomenen beschäftigt. Was sind das für Menschen? Was ist das für eine Generation, die immer, also die praktisch nur aus Einzelkindern besteht? Und ich meine, das wissen wir auch alle, dass natürlich die Familien alle Söhne haben wollten. Also sprich, wenn klar war, es wurde ein Mädchen, wurde dann auch schon mal das Kind abgetrieben. Mhm. Das ist natürlich ein ganz schrecklicher Zustand. Auch, und er selbst ist halt auch ein Mann, also ein Junge, als Baby. Das ist schon schwierig, also damit mit der Belastung auch zu leben. Mhm. Ja. Ja, spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Ausstellung anzugucken. Wie lange gibt es die denn? Ja, die wäre eigentlich letzten Sonntag zu Ende gewesen. Und aber da wir sie ja gar nicht hatten eröffnen können, haben wir sie jetzt verlängert bis zum 28. Juni. Mhm. Und wir haben jetzt etwas reduzierte Öffnungszeiten, weil das ist doch jetzt recht aufwendig mit dieser Desinfiziererei ständig. Also wir haben jetzt immer donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mhm. Und freuen uns natürlich über alle Besucher. Also was ich auch noch ganz spannend finde, ist eine Arbeit von Julius von Bismarck, die heißt Apokalypsoid. Das ist praktisch ein gesprengtes Ei. Und ich stehe da im Moment vor und denke, wow, der hat echt vorausgeschaut, weil es ist dieser Neuanfang, der aber im Grunde auch alles Bestehende sprengt im Moment. Also ich finde es wirklich brandaktuell und das hat man vorher gar nicht wissen können, was da alles auf uns zukommt jetzt. Ja. Das ist sehr spannend. Was auch noch wirklich ganz wichtig ist ja beim Nassauischen Kunstverein, ist halt die Förderung von Nachwuchskünstlern. Und es gibt dazu ja auch ein Stipendium. Mhm. Das heißt Follow Fluxus, also Fluxus und die Folgen. Was genau ist das denn für ein Stipendium und an wen richtet sich das? Also 1962 ist ja die internationale Kunstrichtung, Bewegung Fluxus ja hier praktisch in Wiesbaden ja gestartet, gegründet ist ja gar nicht worden. Mhm. Und das ist in der ganzen Welt bekannt, aber in Wiesbaden ja inzwischen auch bekannt, aber wird eigentlich so ein bisschen nicht so wirklich wahrgenommen. Und ich bin damit dann mal an die Stadt Wiesbaden herangetreten und habe gesagt, also irgendwie, das wäre doch klasse, wenn wir das mal wirklich in die Welt, dass wir auch stolz darauf sind oder dass wir das einfach auch mal bekannt machen. Hallo Wiesbaden, Fluxus. Und deswegen gibt es dieses internationale Stipendium. Also es werden weltweit Institutionen, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, angeschrieben. Die können dann Vorschläge machen für Künstlerinnen und Künstler. Dann wird es ausjuriert und es gibt jedes Jahr einen oder eine Preisträgerin. Und die finden das in der Regel ganz toll, mal hier wirklich an die Wurzeln von ja, der Fluxus-Gründungsstätte zurückzukommen. Sind 3 Monate bei uns im Haus. Wir haben hier ein Gäste-Apartment und haben dann im Anschluss das ganze folgende Jahr eine Ausstellung hier bei uns im Haus. Mhm. Und das wird ganz verschieden gehandhabt. Einige richten die Ausstellung ein und kommen dann nie wieder. Und andere, die kommen in ganz regelmäßigen Abständen, verändern ihre Ausstellung. Das ist immer ganz verschieden. Da gibt es auch keine Regel, wie man das macht. Ja. Da gibt es auch momentan eine Ausstellung. Genau, ja. Aktuell haben wir eine Ausstellung mit Jace Clayton. Der kommt ursprünglich aus Boston, lebt heute in New York, ist sehr bekannt als DJ Rapture und hat aber jetzt eben auch eine große Breite an künstlerischen Arbeiten. Und der war halt letztes Jahr bei uns gewesen und hat diese Ausstellung, die sich mit dem weißen Rauschen beschäftigt, also diesem, sag mal, Zivilisationsgeräusch, also dieses leichte Rauschen, Brummen, was man so überall liegen hat, beschäftigt. Und ja, also ich habe mit ihm jetzt gesprochen. New York ist ja schwierig, wissen wir alle, gerade ihm geht es gut. Mhm. Aber auch seine Ausstellung haben wir jetzt verlängert bis zum 28. Juni und ich hoffe, dass wir dann seine Arbeiten zurückschicken können. Und der neue Follow-Fluxus-Stipendiat kommt diesmal auch aus den USA. David Horwitz, der ist im Moment in Los Angeles. Und auch ihm geht es gut, aber wann und ob er kommen kann, wissen wir im Moment noch gar nicht. Mhm. Und für uns ist halt schön, dass er wir sind halt wirklich so international junge Künstlerinnen und Künstler und die aber schon wirklich so auf einem guten, also Bekanntheitsgradweg sind. Ich finde es halt auch schön hier für die regionale Kunstszene, dass sie die Chance haben, mal eben den Kontakt auch zu einem solchen Künstler oder Künstlerin zu bekommen. In der Regel machen wir dann auch öfter so Abende, wo man einfach mal mit Glas Wein oder so zusammensitzt und in Austausch einfach kommt. Also das ist natürlich, wenn jemand 3 Monate hier ist, was anderes, als wenn man nur den Eröffnungsabend hat. Ja. Ja, spannend. Es gibt auch noch ein anderes Projekt, das ich ziemlich spannend finde. Das heißt Hier und Jetzt. Das gibt es seit 2017. Und dabei geht es um, Geflüchtete.
Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wir hatten 2015, als die, als der erste, als das so losging mit den geflohenen Menschen, die hier in Deutschland ankamen, überlegt, was können wir aus der Perspektive eines Kunstvereins tun? Also, und haben dann halt gesagt, okay, unter den Ankommenden wird auch ein gewisser Prozentsatz an Künstlerinnen und Künstlern sein. Und was brauchen die jetzt eigentlich, wenn sie neu ankommen? Und hatten daraus dann zunächst ein Ausstellungsprojekt kreiert, haben, also erstmal ein Atelierprojekt, hatten den geflohenen Menschen, die eben vorher auch schon künstlerisch tätig waren, hier Atelierraum zur Verfügung gestellt. Wir haben Material zur Verfügung gestellt, dass sie wieder malen konnten, wieder fotografieren konnten oder was eben jeweils ihr Medium war. Unter den Künstlern damals war auch Ayam Ahmad, der ja inzwischen oder ja weltberühmte Pianist eigentlich. Mhm. Und dann haben wir gedacht, als dieses Ausstellungsprojekt, dann wäre es eigentlich zu Ende gewesen, also im Frühjahr 2016, das ging so über 3 Monate. Da habe ich gesagt, irgendwie ist das ja total verrückt, das ist jetzt zu Ende und alle, die danach kommen, haben irgendwie keine Chance mehr. Und daraus haben wir dann eben dieses Projekt Hier und Jetzt gemacht, was letztendlich heißt, man kann, wenn man also Migrationshintergrund hat, jetzt also geflohen ist und hier neu startet, dann versuchen wir einfach, soweit es möglich ist, zu helfen, hier den Anschluss in sein künstlerisches Schaffen zu bekommen. Also jetzt nicht inhaltlich beraten, welche Kunst, sondern was ist vielleicht die richtige Schule, Kunstschule, wo man anschließen kann, wo ist eine Galerie, die vielleicht dazu passt, welche Förderprogramme gibt es, wo gibt es Materialien, also wie kommt man in Kontakt mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Also wir versuchen einfach, es geht hin bis zu einer Mappenbegleitung, dass wir also helfen, eine Mappe für die Aufnahme einer Kunsthochschule zu erstellen. Und ja, das ist einfach so ein ja, fließendes Projekt, was im Hintergrund läuft. Das hat mal mehr Zuspruch, mal weniger. Das ist einfach da. Ja, tolles Projekt. Ja. Okay, ich hab zum Schluss habe ich jetzt noch mal 2 persönliche Fragen an Sie. Ja. Yeah. Und zwar, was denken Sie denn über die Wiesbadener Kunst- und Kulturszene? Also was ist positiv oder was empfinden Sie als negativ? Was gefällt Ihnen gar nicht? Wo muss man ansetzen? Was müsste man verändern? also ich würde das nochmal so ein bisschen trennen, Kunst- und Kulturszene. Also Kulturszene finde ich sehr lebhaft hier, sehr vielschichtig, besteht aus vielen kleinen oder Kleinoden. Ich meine, klar, es gibt die großen Big Player hier, aber es gibt eben ganz viel Kleines, was man suchen muss, weil alle zu wenig Mittel haben, um entsprechend Werbung machen zu können, um präsent zu sein in der Wahrnehmung. Was seit Social Media gibt, natürlich besser geworden ist, aber es ist trotzdem so, dass man natürlich gegen eine komplette Wilhelmstraßenbeflaggung kaum anwinken kann mit irgendeiner kleinen Werbeaufsteller. Ja. Bei der Kunst sehe ich es in Wiesbaden ein bisschen schwieriger. Ich finde, wir sind eine Landeshauptstadt und das ist wirklich wenig, was an Kunst dann dafür sichtbar ist. Also wenn ich das jetzt mit anderen Städten, Düsseldorf, Köln ist keine Landeshauptstadt, aber München, wenn man das mal so vergleicht, was da an Kunst sichtbar ist, also in Form von großen Sammlungen, Museen, Privatmuseen und so weiter, Galerien, international operierenden Galerien, dann ist das in Wiesbaden doch ja einfach wenig. Also für den Status einer Landeshauptstadt. Ich denke, hier wird sich in Sachen Kunst, werden sich die meisten dann doch eher Richtung Frankfurt orientieren, weil da einfach ein viel größeres Angebot ist. Wir wachsen jetzt gerade, also das Museum Reinhard Ernst ist ja im Bau, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Museum Wiesbaden ist eine sehr gute Adresse. Es gibt schon einiges, aber es ist einfach nicht vergleichbar mit auch im Bewusstsein, also dass Schulklassen kommen, dass es einfach zum Lebensrhythmus dazugehört. Also ich komme ja ursprünglich aus Köln, das kenne ich da anders. Also da ist bei einer Vernissage sind 1000 Leute, das ist überhaupt gar keine Frage. Also das ist hier schon ein kleiner, überschaubarer Kreis. Ich habe so ein bisschen den Kunstunterricht im Verdacht, dass es nicht so populär ist. Das hat natürlich auch was mit dem mit der Bildungskonzeption zu tun. Also ich habe selbst einen 16-jährigen Sohn. Also es gibt entweder Musik oder Kunst. Es gibt nicht beides. Also es ist immer im Wechsel. Das ist natürlich dann schwierig, junge Leute auch an das Thema Kunst heranzuführen. Und es ist einfach dann nicht so das große Bewusstsein da.
Ich finde es im Moment sehr spannend. Wir haben einen ganz anderen Besucherkreis im Moment, dadurch, dass jetzt Theater noch geschlossen sind oder überwiegend geschlossen, die Kinos sind überwiegend geschlossen, Konzerte finden ja auch nur sehr bedingt statt. Also wir haben jetzt schon auch Besucher, die einfach kommen und sagen, ach, ich wollte immer mal hierher kommen, aber jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich das mal, und die das auch gar nicht wussten, dass es das hier gibt, und eigentlich bisher eigentlich alle ganz positiv überrascht hier wieder rausgegangen sind. Ja. Das ist natürlich, ja, es ist, ich glaube, es ist viel eine Frage der Wahrnehmung und der Heranführung, die hier vielleicht in der Stadt noch ein bisschen mehr vorangetrieben werden könnte. Finanziell war es jetzt so, dass wir eigentlich mit dem jetzt gerade laufenden Doppelhaushalt, wir uns alle wahnsinnig gefreut haben. Es ist ein Kulturbeirat hier in der Stadt gegründet worden vor 2 Jahren oder gewählt worden. Das hat alles stattgefunden und wir haben uns alle auf unsere neuen Zuschüsse, die alle deutlich erhöht worden sind, wahnsinnig gefreut. Nach jetzigem Stand bekommen wir das einmal angedachte Geld auch noch für dieses Jahr, aber selbst das nächste Jahr wird schon kritisch. Mhm. Aber was 2023 passiert, ich glaube, das geht im Moment allen so, das steht mehr als in den Sternen. Also das ist einfach überhaupt nicht einschätzbar. Mhm. Also generell finde ich, wir bräuchten mehr Räume für Kunst. Ja. Also wo auch Projekträume, kleinere Ausstellungsmöglichkeiten, wo einfach mehr starten kann, mehr anfangen kann. Ich meine, es ist nicht gleich alles museumsreif, aber man muss eben auch den jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Chance geben, sich überhaupt erstmal zu zeigen. Und ja, das ist ja wie Feedback, was man dann auch bekommt. Da gebe ich Ihnen recht, das finde ich auch. Ich habe noch eine andere Frage, nämlich wir sind ja ein kleines Magazin, also das einerseits Magazin, wir bieten ja vor allem auch die Plattform für junge oder auch nicht junge, aber auf jeden Fall unbekannte Nachwuchskünstler. Also wir haben uns einfach gedacht, wir wollen auch mal den Nachbarn vorstellen, der total tolle Kunst macht, aber einfach noch nicht in der Öffentlichkeit damit war, sich noch nicht präsentiert hat. Und das sind viele Menschen und viele Künstler, die machen das sehr leidenschaftlich, aber ihren Lebensunterhalt verdienen sie einfach mit einem anderen Job. Und gibt es vielleicht irgendeinen Tipp, den Sie geben könnten, wie man diese Situation ändern kann, wie man auch zu einer, ja, einfach dazu kommen kann, dass man sich selber mit seiner Kunst, die man macht, auch finanzieren kann? Ja, also ich bin da jetzt so ein bisschen in der Ecke, weil was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich sehr unpopulär, aber also so aus meiner Perspektive ist es die schlichte Situation wieder Angebot und Nachfrage. Also das klingt jetzt sehr wirtschaftlich, aber also davon leben können heißt ja verkaufen können. Ja. Also und verkaufen, und genau dann sind wir jetzt in diesem wirtschaftlichen Bereich, heißt, ich biete etwas an, was hoffentlich jemand kauft, damit ich davon leben kann. Und also ich glaube, der erste Schritt wäre einfach, wir würden es schaffen, mehr Kunstinteressierte zu haben. Und dann habe ich auch mehr Leute, die Kunst kaufen, weil sie eben merken, dass es schon was anderes ist, wenn ich ein Original habe von vielleicht auch einem regionalen Künstler. Es muss ja gar nicht, also Kunst hat ja was mit ganz viel mit einem persönlich zu tun, und es kann ein Kunstwerk von jemandem, der nicht weltbekannt ist, kann mir viel mehr bedeuten als irgendeine Arbeit im Museum, zu der ich keine Verbindung für mich aufbauen kann. Mhm. Von daher, also ich glaube, es muss einfach dieses Kunstverlangen, dieses Kunstbedürfnis und ja dieses Kunstwollen. Das war das, was ich auch eingangs meinte. Ich glaube, dass das ein bisschen auch ein Erziehungsauftrag natürlich überwiegend von den Schulen ist, aber vielleicht auch sicherlich von dem einen oder anderen Elternhaus. Aber letztendlich können die jungen Leute ja auch selbst einfach mal sagen, ich gucke mir was an und gucke, ob ich da irgendwie einen Trigger bekomme oder nicht. Und ich glaube, wenn wir einfach diese Schwelle überwinden, das ist irgendwie Kunst, die hängt da an den Wänden und das ist alles ganz teuer und da kommt man nicht ran. Und wenn Kunst einfach normal wird, zum Leben gehört, dass so wie ich mir eine schöne Flasche Wein gönne, ich mir eben auch sage, ich gönne mir jetzt diesen zum Beispiel Fotoabzug von dem Künstler, weil ich das einfach für mich jetzt gut finde und ich da was von habe. Oder ich gönne mir einen Urlaub oder ein schönes Essen oder sonst irgendwas. Ich glaube da, also wenn wir das schaffen würden, dass Kunst einfach viel mehr normal zum Leben gehört, dann, und das ist ja letztendlich auch das, was Kunstvereine ursprünglich wollten, dass eben der normale Mensch wieder, also Zugang zur Kunst hat, dann kommen wir, ich glaube, dann haben wir so ein Win-Win, also für die jungen Künstlerinnen und Künstler, dass sie eben einen größeren Markt haben, also mehr Interessierte, die sagen, ja, ich möchte ein Original-Kunstwerk bei mir zu Hause haben und dafür gebe ich dann auch mal Geld aus.
Weil ich meine, wir sind natürlich auch alle geflasht und geblendet von diesem Kunstmarkt oder die Millionen. Es steht ja auch ständig in der Zeitung oder kommt in irgendwelchen Nachrichtensendungen, dass für ich weiß nicht wie viele Millionen wieder was über einen Auktionstisch gegangen ist. Ja. Das schreckt natürlich auch ab. Also ich finde diese Zahlen einfach unwichtig und das Bild wird ja dadurch nicht besser, sondern der Preis dokumentiert ja nur, sag mal, den Seltenheitsstatus. Also ich kann einen Dürer nicht mehr herstellen, der ist. Also es gibt nur die Anzahl von Vermeers oder Dürers, die es jetzt auf dieser Welt gibt und danach wird auch nichts mehr kommen. Und das ist natürlich, da gibt es genügend Leute oder Institutionen, die unbedingt dann eine solche Arbeit haben möchten und dann geht der Preis natürlich hoch. Aber das hat ja, das sagt ja jetzt erstmal nichts darüber aus, ob dieses Kunstwerk mich wirklich berührt oder mir was gibt oder mich bewegt oder mir, ja, mich weiterbringt. Und da ist, glaube ich, der große Trigger, dass wir das irgendwie hinkriegen müssen, dass Menschen Kunst näher zu ihrem Leben machen, also teilhaben lassen. Mhm. Und jetzt ganz pragmatisch, wenn man jetzt wirklich so einen Job machen muss, um sich erstmal am Leben zu halten, ich meine, das ist jetzt doppelt schwierig gerade. Ich glaube, es ist grundsätzlich schon Sinn macht, wenn man denn dann schon Zubrot verdienen muss in irgendeiner Form, dass man versucht, möglichst irgendwie so fachnah sich was zu suchen. Also zum Beispiel in der Galerie zu arbeiten oder weil ich denke mir immer, dann lernt man zumindest die entsprechenden Leute irgendwie kennen und lernt vielleicht auch noch neue Netzwerke zu knüpfen. Also so ist es halt im Moment, dass man irgendwie auch ganz viel über Vitamin B ja funktioniert, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter. Und das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, dass das ein bisschen helfen könnte. Aber es ist schwierig, also ohne Frage, es ist extrem schwierig. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wir hier, also wir haben ja gar nicht primär die Aufgabe zu verkaufen, aber es gibt durchaus Arbeiten, die verkäuflich sind bei uns. Aber also es geht gegen null, dass ich mal gefragt werde, kann ich diese Arbeit kaufen? Das ist einfach gar nicht auf dem Schirm der Menschen, dass man das auch kaufen kann. Okay. Mhm. Ja, das ist interessant. Okay, also ich danke Ihnen. Also von mir aus war es das jetzt. Meine Fragen sind beantwortet. Möchten Sie noch was ergänzen? Mir fällt jetzt, glaube ich, gerade gar nichts ein. Nein, dann ist gut. Dann haben wir alles besprochen. So soll es sein. Ja.